Ich denke mal, die meisten wissen ja, dass Jango Fett die Vorlage für die Klone der Armee der Galaktischen Republik ist. Aber warum genau Jango? Dieser unter Anführungszeichen böse Kopfgeleger? Und genau das werde ich im heutigen Video erklären. Nachdem Darth Sidious seinen Meister Darth Plagueis 32 Jahre vor der Schlacht um Yavin tötete, leitete er den nächsten Schritt bei seinem Plan der Unterwerfung der Galaxis ein, die Erschaffung einer Klonarmee. Er beauftragte dazu seinen Schüler Darth Tyrannus, um eine geeignete genetische Vorlage für die Klone zu finden. So lud dieser die gefährlichsten und hinterlistigsten Kopfgeldjäger und Söldner der Galaxis zu einem Wettbewerb ein. Das Ziel war es, die dunkle Jedi Komari Vosa gefangen zu nehmen oder zu töten. Die angeschriebene Belohnung betrug 5 Millionen Credits. Ein ehemaliger mandalorianischer Krieger und jetziger Kopfgeldjäger mit dem Namen Jango Fett war der einzige Teilnehmer, welcher Komari im Zweikampf besiegen konnte. Getötet wurde sie dann von Dooku, ihrem ehemaligen Meister persönlich. Der Sith erklärte Jango, dass der Wettbewerb eigentlich nur dazu diente, einen geeigneten Genspender für die Klonarmee zu finden. Denn nur jemand, der als nicht machtsensitiver eine dunkle Jedi besiegen kann, ist gut genug, um die Vorlage einer ganzen Armee zu werden. Jango nahm das Angebot an, verzichtete jedoch auf die hohe Geldsumme, welche Dooku ihm anbat. Dafür wollte er einen unveränderten Klon haben, welchen er Boba nannte. Die nächsten 10 Jahre wohnte Jango auf Kamino und arbeitete eng mit den kaminoianischen Wissenschaftlern zusammen und hatte auch zu Großteil das Sagen, wenn es um die Ausbildung der Klone ging. Er designte auch zu einem Großteil die Rüstung der Klone mit und stellte Trainingspläne zusammen. Als Vollblut-Mandalorianer war es Jango sehr wichtig, dass die Klone diesen Aspekt seines Lebens mit ihm teilten. So brachte er den Klonen das eine oder andere traditionelle mandalorianische Lied bei, wie zum Beispiel Wode An, welches sich so anhört. Den Link zum ganzen Lied findet ihr unten in der Beschreibung. Allgemein war es so, dass die Klone mit Wachstumsbeschleuniger ausgestattet wurden, damit sie doppelt so schnell das Erwachsenenalter erreichen konnten. Nachteil war natürlich, dass sie auch nur halb so alt werden. Die Klone wurden genetisch so verändert, dass sie ein vermindertes Individualitätsgefühl hatten, um sicherzustellen, dass sie der Republik völlig treu waren und ohne nachzufragen so gut wie jeden Befehl ausführen. Bei der ersten Generation der Klone wurde dieses Verhalten noch nicht so stark eingestellt, wodurch diese ein ziemlich starkes Ich-Verhalten entwickelten. Den meisten werden diese Klone unter dem Namen Ark-Soldaten bekannt sein. 22 Jahre vor der Schlacht um Yavin waren bereits 200.000 Einheiten bereit. Bis zum Ende der Klonkriege sollten es noch mehrere Millionen werden. Das war's dann auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und möge die Macht mit euch sein.